So, warte mal. Wartet mal. Guck mal hier. Ah, das ist, ne? Ja, komm, wir können uns vielleicht mal damit beschäftigen, wie wir da rankommen an die Sachen. GZ, ja, war richtig GZ, ne? Oh mein Gott, ey. Richtig unnötig. Aber weit hängt das da so in der Luft? Spüren. Ah komm, wir gehen mal wieder außen rum. Und gucken wir mal, dass wir alle Sachen holen, die uns hier in der Burg sind. Dann haben wir die endlich mal hinter uns, weißt du? Ich drück mich schon die ganze Zeit immer davor. Und jetzt müssen wir auch nicht irgendwie unentdeckt bleiben oder so. Jetzt können wir uns zur Not auch mal ein bisschen durch die Gegend säbeln hier. Komm, den holen wir uns einmal, wenn er jetzt eh gerade schon noch in die Richtung guckt. Wie er sich einfach umdreht. So, wo landen wir denn hier? Da, das ist gut, sieht gut aus. Ich würde sagen, das Abstergo-Fragment holen wir uns zum Schluss. Ja, wenn er gerade schon in die Richtung guckt und dreht sich um, ey. Mein Gott. Warum kommt der nicht näher ran? Ist das hier unter mir die Kiste oder was? Was ist, wenn wir uns hier mal dran hängen? Kommen wir hier irgendwo rein? Ne, hier ist nicht zum Reinklettern. Aber haben wir den schon mal erledigt? Hä? Wo soll denn die Truhe sein? Mal. Die hier ist das, ne? What? Die ist da unten. Okay, I see. Hier ist noch eine. Vorsichtshalber einmal die Glocke sabotieren. Ja, natürlich so hinstellen, dass mich einer sieht. Lass mal kurz gucken. Hier ist noch ein Manuskript. Auch unten. Okay. Hier kommen wir nicht rein, ne? Auch ganz unten. Okay, dann würde ich sagen, holen wir uns als nächstes das Fragment hier und... Obwohl, warte, hier ist auch noch eins. Auch ganz unten. Ruhe. Hast nichts gesehen. Alles gut. Ich sag ja, alles gut. So, lass mal gucken, wo ist das? Hier unten irgendwo, ganz unten, so wie es aussieht.
Dann holen wir uns also doch erstmal das und gehen dann mal gucken, wie wir an die anderen Sachen rankommen. Ich vermute mal. Ja, klar. Ich habe hier, ich hab wirklich durchgeschlagen oder was? Ich vermute mal, wir müssen hier hoch. Und dann sprengen. Yes. Nice. So, dann lass uns ja jetzt mal gucken. Was hat denn das mit den anderen Sachen hier auf sich? Das würde mich ja echt mal interessieren, ne? Noch weiter runter. Ah, da geht eine Höhle rein. Ja, was heißt Höhle? Ein Eingang. Aber da kommen wir wahrscheinlich nicht durch, ne? Durch die Tür. Kopf vor. Ich würde sagen, wir schwimmen mal rum und gucken, wie es da sonst so aussieht. Vielleicht gibt es ja noch mehr von diesen Eingängen. Hier ist nichts. Vielleicht auf der anderen Seite. Hier ist was. Tatsache. Aha. Hier ist auch noch was. Okay. So, jetzt nur auf das Fragment. Das ist wieder weiter oben. Aha. Ich sehe nichts. Dort oben. Jo, bis dann, Lukas. Man sieht sich. Ciao. Okay, dann muss ich hier rechts rum mal vorbei. Habe ich mich ja bisher auch immer recht erfolgreich vorgedrückt. Ach, Edward. Ja, du siehst mich nicht. Alles gut. Nein, nein. Du willst mit mir sprechen, aber nicht mit dir. Ja klar, der sieht mich von da oben, oder was? So, erstmal rüber. So, ein bisschen runter, würde ich sagen. Ach, kann ich stehen? Okay. Nice. Schön, haben wir doch hier oben die Ecke um diese Kackburg fertig. Ich schwimm da aber jetzt nicht nochmal rum, ich laufe hier rum. Komm, da kommt's ja wohl hoch. Schlaf einfach weiter. So. Da ist noch eine Truhe. Hier rein.
Hier ist noch ein bisschen was, aber das müssen wir jetzt nicht direkt machen, würde ich sagen. Wenn es geht, würde ich trotzdem einmal an der Hauptmission vorbei und da hinten die Ecke einmal machen. Und dann sind wir auch mit Nassau schon ziemlich gut vorangekommen, würde ich sagen. Mal sehen. Schauen wir mal, ob die Hauptmission automatisch startet oder nicht. Oder ob wir das aktivieren müssen. Lauf doch. Also wie es aussieht, können wir vorbeirennen. Das ist gut. Dann war hier noch, genau, ein Fragment und Truhe. Das holen wir uns vorher, bevor wir mit der Hauptmission beginnen. Und dann geht's aber weiter. So, dann mal hoch hier. Ist auch kein Sperrgebiet, das wundert mich gerade. Hallo. Ich wollte mir nur mal kurz eine Truhe schnappen. Und das ist in Ordnung für die? Nicht jetzt? Okay. Na dann. Warum klettern wir hier ran hoch? Bob. Schön. Haben wir echt viel geschafft jetzt, ne? Waren da auch Gang. Ui, das war sogar eine Herausforderung. Cool. Aus 45 Metern würde ich nicht mit dem Körper springen. So, dann können wir jetzt aber beruhigt in die Hauptmission hier gehen. Commodore ist tot. Alle bereit? Beinahe. Wir haben ein Problem mit der Galeone und ein paar Dutzend Pech und Schwefel. Willst du Rauchzeichen geben, du Laus? Du sitzt auf genug Schwarzpulver, um New Providence von den Klippen zu sprengen. Lass mich los, Mann. Ist schon recht. Ich wollte sagen, ein Trupp Rotröcke hat unsere Galeone besetzt. Wir müssen sie ausschalten, um mit ihren Kanonen die Blockade zu brechen. Ja, kommt also wohl doch noch was dazwischen. Bleib beim Feuerschiff, Captain. Es darf nicht sinken. Ja, wäre besser, ne? Schiffe mit dem Mörserfing, ein Schiff mit Hilfe von Fässern versenken. Oh. Na gut, das mit den Fässern, das kann schwierig werden. Lass mal gucken. Wir versuchen es einfach mal. Mit den Mörsern sollte ganz sieh gut mal, hinhauen. Die Briten haben was gemerkt. Alle Mann an Deck! Mehr Segel! Alle Segel! Feuer! Reicht das? Ich weiß nicht. Gib den Befehl, Sir! Feuer! Komm schon. Nee, nicht getroffen. Shit. Bereit zu feiern, Sir! Segelreste raus aus der Höhe! Oh! Das hat ja direkt gut hingehauen, ey. Nice. Feuer! Hätte ich ja nicht gedacht, um auszugehen. Feuer!
Ja, nice. Feuer! Damit haben wir doch schon direkt alles. Alle Segel, sie verträgt das! Oh, da wurden wir stark getroffen. Das ist nicht gut. Bleib beim Feuerschiff, Captain. Es darf nicht sinken. Ja, was fährt der denn für Schlangenlinien hier? Ich weiß ja gar nicht, wo der hin will. Aber ich will ein bisschen sammeln. Greff die Top- und Bramsegel! Bramsegel einholen! Top ziehen! Bram! Massegel! An Schulter! Komm, hol mal ein bisschen auf. Noch mehr Feuer! Shit! Da, Captain! Das feindliche Feuer! Verbündeter Tod? Ist das sofort in die Luft gegangen, oder was? Warum ist er dann eine Lebensanzeige? Bleib beim Feuerschiff, Captain. Müssen wir auch nochmal machen. Na gut, aber es sah jetzt eigentlich nicht so schwer aus. Alle Segel klar zum Setzen! Nehmt die Rahn aus dem Wind! Sieh mal, die Briten haben was gemerkt. Alle an Deck! Feuer! Ihre Schwachstelle ist umgeschätzt! Schießt! Rette Feuer, Sir! Feuer! Na, ein guter Treffer könnte sie laden! Zum Topsegel bergen! Sind bereit, Sir! Wolltet gern schwimmen, hä? In die Wand, alle Segel reffen! Bergen und Festzurren mit aller Kraft, Männer! Komm her! Feuer! Dort ist sie verwundet und Fahrt aufnehmen! Sehr schön. Feuer! Ja, ein Salve genau da rein! Feuer! Die Felsen sind getroffen, Captain, wie nicht! Feuer! Ein Salve genau da rein! Gebt den Wind ab! Komm. Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Feuer! Bringt die Hauptsegel in den Wind! Feindliches Feuer! Ey, was hatten sie sich jetzt so gedreht? Alto! Alto! Feuer! Zeit. Los, Segel, los geht's! Oh, fuck, jetzt geht der genau in die andere Richtung. Ab in die Wanden und heiß Bragsegel! Schleesegel heiß! Wir müssen schnell hinterher, aber ganz schnell. Das Feuerschiff darf nicht sinken. Es ist unser Ass. Ja, ich weiß. Alles gut. Ich stell mich mal dazwischen. Von hier kommen ja jetzt welche. Alle Segel raffen! Feuer! Verstärkung, Captain! Da ist die Schwachstelle! Feuer! Feuer! Wir werden auf sie treffen, Sir! Naja. Sind bereit, Sir! Dann tun wir das halt. Oh Gott. Bitte lass diese Mission die schnell Segel vorbei sein, aber ganz schnell. Holt die Kreuzkopfsegel ein! Alle Hunde klar zum Bellen! Alle Hunde klar zum Bellen auf. Alles setzen und schafft zum Wind ausrichten. So selten gehört. So weit komme ich gar nicht. Mörser. Feindliche Segel! Mehr von denen, Sir! Nachher! Eine Salve genau da rein! Feuer! Schießt dahin! Oh, jetzt habe ich sie selber abgeschossen. Ne? Scheiße. Feuer! Vielleicht war das auch gerade das Problem. Segel bergen! Dass ich ihn Segel mit meinem Mörser erwischt habe. Alle Segel! Boah, ey, wieder hier aber auch fährt, ne? Mars und Topsegel bergen! Fünfmal im Kreis, oder was? Eissegel an die Schoten! Ram und Marssegel festzurren! Ich hasse sowas als Eskort dann, ne? Setzt jeden Zoll Segel! Verstehe nicht, wieso man sowas macht als Entwickler. Nehmt die Rahn aus dem Wind! Alle Segel, Bewegung! Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! Soll ich die... Nee, ich glaube, ich soll die nicht bekämpfen. Haben wir es jetzt geschafft? Segel
glaube schon, ne? Euer Schiff explodiert bald. Pass auf, Captain. Ich glaube, wir sind weit genug weg. Ich glaube nicht. Doch. Wir sind durch. Nun weg von der Flotte und wir haben es geschafft. Nur die Ruhe, Kenway. Das Ovia kommt ganz von allein. Das ist noch nicht vorbei. Wir haben zu viel Feuerkraft, Captain. Feuer! So, erstmal hier noch ein bisschen Ruhe reinzubringen, entern. Dann können wir reparieren und dann können wir immer noch weiter. Keine Feuersachen. Keine Feuerfässer, schade. Das war gut. Alter, wie habe ich den denn nicht getroffen? Konnte ich den denn nicht treffen? Das war's, ne? Und wo auch immer da was geschossen kommt, es kann uns nicht treffen. Das ist very good. Nein. So. Okay. Meine Kuh hat ganz schön zu leiden, merke ich. Ich sollte das lieber schnell beenden. Okay. Also ich glaube, Patrouille, Kameraden. Sieht ganz so aus. Ja, ist doch nicht schlecht. Erstmal Jackdaw reparieren. Und dann können wir durch. Weiter. So. Aber nicht so sehr stark getroffen, das ist gut. Feindliches Feuer! Oha. Wir sollten uns beeilen. So. Schön. Haben wir es geschafft. So ein Gemetzel. Brennt, ihr Bastarde! Schiebt euch euer Pardon wohin, Governor! Tanzen herum, als hätten sie Beute gemacht. Naja, die Beute, die wir heute gemacht haben, ist, ne, dass alle noch leben. Wollten ja alles in die Luft sprengen heute Nacht. Ja, aber schön. So sehe ich das gerne, 100%. So sehe ich das gerne. Kid. Hast was verpasst. Ei. Schade, das mit Nassau. Und Blackbeards feiger Abgang. Oh, wir kümmern uns um Thatch. Wayne ist zu ihm gefahren und ich fahre bald hinterher.
Mehr ist nicht übrig von deiner versuchten Demokratie? Hi. Wir tun hier, was wir wollen, und wir lassen uns Zeit dabei. Meine Güte, Edward. Lockt dich denn nur noch der Gestank von Reichtum aus der Reserve? Was ist denn in dich gefahren? Wirklichkeit, Freund. Wirklichkeit. Pass auf, dass er dich nicht zum Trinker macht, die versoffene Ratte. Hey! Ich lebe schon länger als die meisten, die diesen Weg gingen. Ja, hat er auch irgendwo recht, ne? Ja, guck mal. Bettina Guam war fertig, bis auf ein Geheimnis. Genau, das war das, ne? Ja, genau. Da wusste man noch nicht wirklich, wie wir da hinkommen sollen. Okay. Templerrüstung, davon haben wir nicht so viel. Bucht-Upgrade. Wir können vielleicht mal anschauen, was wir hier so upgraden können. Auch wenn wir es natürlich noch nicht machen werden. Es gibt da erstmal deutlich wichtigere Dinge, würde ich sagen. Als die Bucht an sich. Fühlt sich noch nicht wie ein Zuhause an. Nur mal gucken, wie teuer das so ist. Herrenhausfassade 6000. Ja, da wird ja noch mehr kommen. Mal gucken, was wir unten noch so machen können, auch bei der Jackdaw und so. Unsere Flotte ist ja auch wieder angekommen. Die werden wir auch einmal und ich laufe völlig im falschen Weg, merke ich gerade. Die werden wir auch einmal ja, das Geld abkassieren, sozusagen. Da geht's raus. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier so haben. Hab nachgedacht, Captain. Warum errichten wir nicht ein eigenes Lagerfeuer am Strand? Ah, den Jungs würde ein Ort zur Zerstreuung sicher gut gefallen. Was sagt ihr? Stimmt, das Lagerfeuer, das so mega teuer war, ne? Naja, also Crewmitglieder, daran wird es uns wahrscheinlich nicht mangeln. Deswegen lasse ich das erstmal. Ein guter Kapitän sorgt für seine Männer, ja? Die Matrosen sind, wie sagt man, enttäuscht, dass es hier keine Frauen gibt. Ich weiß, wo wir welche finden, aber wir müssen ihnen ein Zuhause bauen. Nämlich, dass sie in Gruppen von Tänzern kostenlos anzuheuern, ja. Achso, jetzt generell auch, überall, wo wir rumlaufen. Okay, das klingt jetzt wahrscheinlich gar nicht so schlecht, auch wenn das nicht so viel kostet, ne? Aber am wichtigsten ist erstmal unsere geliebte Jackdaw. Was darf's denn heute sein? Okay. So. Kaufen. Erstmal Munition, ja, darf nicht fehlen, ne? Jackdaw Upgrades. Was haben wir? Rumpfausbau. Wirklich, wirklich wichtig. Können wir auch endlich machen. Breitseitenkanonen, auch extrem wichtig. Derkes Rammsporn ist nicht so, deswegen gucke ich erstmal weiter, aber sonst können wir eh nichts machen. Okay, dafür brauchen wir noch was. Okay. Ah, wir sind schon aber gar nicht so schlecht dabei, ne? Uns fehlen noch ein paar Pläne. Ansonsten nur so zwei, drei Sachen, ne? Das ist schon nicht schlecht. Muss ich sagen.
Wir sind nicht schlecht dabei. Schön. Danke für euer Vertrauen, Captain. Ja, gerne, gerne. So. Bevor wir jetzt weitermachen, würde ich aber gerne nochmal in die Kajüte und nach unserer Flotte gucken. Die haben wir gar nicht losgeschickt. Oh. Sollten wir allerdings machen. Das machen wir jetzt noch. Ich würde es gerne sicherer machen. Kann ich das nicht? Ach so, kann ich die generell alles machen? Ja, okay. Oh. Ich reparier mir vorher mal, nicht, dass uns das noch kaputt geht. So, Schlacht beginnt. Tschüss. Tschüss. Und jetzt tschüss. Gut, sehr gut. Das noch irgendwie schneller simulieren können. Das geht nicht mehr. So, einmal machen wir das hier definitiv noch. Aber mal ein Feuerfass mit. Damit wir nicht unnötig auf das Kanonenboot schießen. Muss ja auch nicht sein, ne? Schön. Jetzt ist das hier auf jeden Fall schon mal sicher. Jetzt können wir hier ein bisschen was losschicken. Guten Gewissens auf jeden Fall. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier so? Ja, hier machen wir auch mal. Oh, da ist ein Kriegsschiff bei, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Könnte gefährlich werden. Aber sollten wir auf jeden Fall überleben. Was ist, wenn ich den Feuerfass abwerfe? Reicht das? Das reicht sogar. Nice. So.
alle repariert und weiter geht's. Tschüss. Auch das geht gut. So, einmal noch. Dann haben wir auch hier guten Gewissens hin. Ja, das da oben. Das gibt auch eins. Ach, das reicht schon. Okay. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es bei einer Brick schon reicht. Und was ist los? Was ist mit dir hier? So, jetzt lass uns mal gucken, wie das hier oben aussieht. Hier sind auch gute Sachen dabei. Gute Sachen. Okay. Ja, hier auch ganz gut. Hier nicht mehr so. Nee. Ich würde sagen, wir machen das hier noch. Und dann geht's weiter. Okay, einmal noch. Eine Seeschlacht machen wir noch. Sehr gut, darauf hatte ich gehofft. Dass wir da jetzt genug Ressourcen haben, um hier weiterzumachen. Sehr gut, das soll reichen erstmal. Gut. Bis zum nächsten Mal sind die wieder da. Dann regnet es wieder Geld. Und wir machen jetzt weiter mit der Hauptstory.